Soll ich jetzt loslegen oder was? Ja, jetzt liegt doch. Hallo, heute mal wieder. So. Hallo, heute möchte ich euch gerne mal etwas über Weichholzmöbel erzählen. Es entsteht immer wieder die Situation, dass ein Kunde zu uns ins Geschäft kommt und sagt, ich hätte gern ein Weichholzmöbelstück im Originalzustand. Ich gehe dann mit den Leuten unter anderem durchs Lager, zeige ihnen ganz viele Sachen und merke dann, dass sie doch sehr verdutzt sind. Nach einer gewissen Zeit sagen die Leute immer, wissen Sie, das ist hier alles wirklich sehr, sehr schön und sieht auch super gut aus, gefällt uns. Aber wir hatten ja gesagt, wir hätten gern ein Weichholzmöbelstück im Naturholzton gewachst oder geölt. Ich muss die Leute dann immer wieder aufklären, dass das leider kein Original ist. Die Weichholzmöbel haben früher überwiegend bei den Bauern gestanden. Deswegen nennt man sie auch umgangssprachlich Bauernmöbel. Um den Effekt der teuren furnierten Möbel nachzuempfinden, hat man in einem aufwendigen Verfahren die Weichholzmöbel überwiegend mit Bierfarbe gestrichen. So sah die Struktur genauso aus, als wären sie aufwendig furniert. In den 60er und 70er Jahren, zur Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders, trennten sich sehr, sehr viele Leute auf dem Land von ihren Möbeln, die zum Teil über Generationen in den Häusern gestanden haben. Zeitgleich kam ein bedeutendes schwedisches Möbelhaus zu uns nach Deutschland. Dadurch wurde das Interesse der Leute in der Stadt geweckt, die gern ein Vollholzmöbel bei sich stehen haben wollten. So fing man an, die schönen, tollen Bauernmöbel abzubeizen und abzuschleifen, damit man sie naturbelassen oder gewachst oder geölt in die Häuser stellen konnte. Seit ein paar Jahren haben viele Leute den Wunsch, ihre Weichholzmöbel wieder anzustreichen. Nur diesmal werden sie im Gegensatz zu früher überwiegend weiß gemacht, etwas angeraut, damit sie leicht gebraucht aussehen, dem sogenannten Shabby Chic. Der Shabby Chic entstand in den 80er Jahren im Vereinigten Königreich und sollte sich von dem vorherrschenden Geschmack absetzen. Wenn ihr noch Fragen zu Weichholzmöbeln oder deren Geschichte habt, so postet diese einfach unten in die Kommentare.